setzt nach und kann klären. Pavlu auch die Änderung mit Pavlu, der sich heute im Sturm befindet, zusammen mit Kucheida und Wolberg. Gefährlich. Und Tor. Tor für Bittigheim. Die Nummer 13 müsste es gewesen sein für die Steelers. Diesen Abpraller von der Bande hinter dem Tor sofort genutzt zu einem Schuss. Ja, die Chance schauen wir uns jetzt nochmal an. Die 12 war es. 12, Entschuldigung. Die 12 war es. Dominik Auger nimmt die Scheibe ab. Ja, der erfahrene Franco-Kanadier aus der Defensive der Steelers. Hier sieht man es. Schießt sofort. Man könnte fast meinen, beide mit offenem Visier. Ja, McKnight arbeitet da vor dem Tor. Ah, jetzt etwas Meinungsverschiedenheiten. Oh, Wrigley und Carsten. Tauschen da gerade Telefonnummern aus. Glaube aber nicht, dass die heute gemeinsam essen gehen wollen. Sieht nicht danach aus, Jörg. Ja, jetzt sind wir gespannt. Strafmaß. Scheibe wieder vor das Tor, typisches Muster der Bittigheim Steelers. Viele Scheiben vor das Tor und abgefälscht oder Nachschüsse. Ja, befindet sich auch über mindestens eine, teilweise sogar zwei. Und die nächste Tor Chance. Und 0:2. 0:2. Für die Bittigheim Steelers. Hier sieht man es nochmal in der Zeitlupe. In der Ecke hinter dem Tor gewinnen sie den Zweikampf. Kelly legt die Scheibe perfekt auf. Auf die Nummer 34. Wrigley. 24 dann. Und Wrigley hat da keine Mühe nach diesem herrlichen Pass von Kelly. Hier sieht man es. Ja. Lukas Fröhlich kommt da zu spät. Ja, wechseln teilweise auch die Positionen. Somit sehr schwer. Und die nächste handfeste Auseinandersetzung vor dem Tor. Und wieder ist Wrigley mittendrin. Ja, kommt mir etwas alles aggressiv rüber, ja. Was da Bittigheim macht. Die Nummer 24 hat momentan eine ganz kurze Zündschnur. Die zweite Szene nach ähnlichem Muster. Und wenn ich die Bewegungen vom Schiedsrichter richtig deute, geht auch wieder nur die 24 auf die Strafbank. Genauso ist es. Sieht fast nach einer Spieldauerstrafe aus. Spieldauer für Wrigley. Ja. Ja, da möchte der Schiedsrichter ein Zeichen setzen. Ich war vorhin mir nicht ganz sicher, aber ich hatte schon das Gefühl, dass da der Stock sehr so ausgefahren wurde. Und das hat der Schiedsrichter auch so gewertet. Ja, und somit der Strafmaß natürlich gerechtfertigt mit 5 Minuten. Spieldauer für Wrigley. Auf jeden Fall ist sich der Schiedsrichter seiner Sache da ganz sicher. Lässt da keinen Zweifel aufkommen. Jetzt wird's. Zeigen wir mit dem Direktschuss. Vorbei. Da fehlt nur knapp das Gehäuse von Martinovic. Bonat Forstor. Tor für die Tigers. Ich denke, Bartosz hat noch abgefälscht. Nach Vorlage von Josef Bodac. Ja. Hier nochmal in der Zeitlupe die Szene zu sehen. Sieht man es nochmal schön. Jetzt Bodac an der Scheibe, jetzt kommt gleich der Schuss. Ja, und Bartosz fälscht die Scheibe ab durch die Beine von Martinovic. Da ist schon sowas wie eine Spezialität von Mika Bartosz geworden. Abgefälschte Schüsse. Und hier diese Saison ganz auffällig. Über Torkamera. Ja, genau. Bodac spielt die Scheibe gezielt auf Bartosz und er legt die Scheibe zwischen die Beine. Vorsicht, Bittigheim nochmal. Just kommt da nicht an die Scheibe, aber jetzt in dem Tor. Wieder gefährlich vors Tor. Und er gibt Videobeweis.
Videobeweis. Tor verschoben. Ja, der Vosfrada hat da bei dem Sidekick das Tor aus der Verankerung genommen. Und ich glaube, jetzt geht es darum, ob er das Tor zuerst aus der Verankerung genommen hat oder nicht. Hier sieht man es nochmal in der Übertorkamera. Jetzt geht er nach. Und jetzt kommt der Sidekick. Ja, war ja kein Tor. Nein. Scheibe war nicht drin. Meiner Meinung nach gibt es da keine andere Entscheidung als kein Tor. Scheibe war nicht drin, auch kein technisches Tor. Also was war da? Drückt sich da ab, verschiebt das Tor natürlich unabsichtlich. Und die Scheibe ging ja am Tor vorbei. Ja, warten wir ab, was der Schiedsrichter entscheidet. Wie gesagt, aus unserer Perspektive dürfte er da kein Tor geben und mit Bulli weiterspielen. Vielleicht kurzes Fazit zum Drittel, Jörg. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er zurück. Kein Tor. Wie erwartet. Kelly McKnight. Schuss wieder vor dem Tor und wieder ein Tor für die Steelers. Für mich sah es aus, als wäre da Vosfrada die Scheibe aus der Fanghand raus. Oder hat das getäuscht? Schauen wir nochmal drauf. Ja. Ja. Die ist aus der Fanghand wieder raus. Ja, Scheibe war, glaube ich, abgefälscht auf dem Weg zu Vosfrada. Kann die Fanghand nicht richtig platzieren. Sieht man jetzt gleich. Verlangsamt. Und McKnight eiskalt. Im Nachschuss. McKnight. Als hätte er darauf gewartet, dass die Scheibe wieder runterfällt, hat er sofort den Schläger auf dem Eis und trifft zum 3:1. Scheint so, als würden sich jetzt Ripa und Fröhlich doch abwechseln. Wolberg, Lindner. Guter Schuss. Scheibe frei. Tor! David Kukeda! Das war so eine Szene. Felix Linden einfach von der blauen Linie abgezogen. Martinovic hier in der Zeitlupe zu sehen nochmal. Schien die Scheibe zu haben, aber er schien sie nur zu haben. Sie fiel nach unten und Kucheda ist der, der am schnellsten reagiert. Jetzt vielleicht auch noch die Übertorkamera, da sieht man es genau. Hier Martinovic im Bild. Ja, und David Kucheda erzielt wieder ein wichtiges Tor für die Tigers. Ja, und jetzt fällt die Scheibe nach unten. Wolberg spielt die Scheibe tief. Kolaschwani jetzt mit Chance. Für Bartosz knapp drüber. Und noch 20 Sekunden. Scheibe zum Tor. Aber Bidikheim befreit sich. Noch 8 Sekunden. Nein, da geht nichts mehr heute. Ja. Bietigheim schafft es, holt sich den Auswärtssieg in Bayreuth mit 2:3. Und geht somit in dem Viertelfinale mit 2:0 in Führung.